Guten Morgen. Lieber Vader, Himmel, ik dank die zo om noemen Jezus voor deze nieuwe dag. Ik dank die voor die Güte. Ik dank die dat we allemaal met die reden zijn. Die laatst ons niet alleen haar. Loop en prijs die. Die best wonderbaar. En ik bid die ook dat we aan deze dag werkelijk een woord van die schreef van ons leven. Wat ons houdt, wat ons stoort en wat ons opbiedt. In naam van Jezus. Amen. Volke Jef God en mensen opgehoef. Een wonderbare opgehoef. Een droom voor het leven. En de eerste weinig verstaan van andere mensen. Wens de mensen verstaan dat niet wat God met die veer heeft. En ik geloof dat het wichtig is dat we dat verstaan dat dat God als wer ans Wort wisst. Wenn du das nicht klar hast, dann ist das schwierig. Aber wenn du das weißt, dass Gott dir einen Traum gegeben hat, dass Gott dir geredet hat, dann gehe ich wieder an dort. Gute Rechnung, was Gott dir angegeben hat. Hab keine Angst. Du musst immer damit rechnen, wenn Gott dir einen Traum gegeben hat. Wenn Gott einen wunderbaren Plan mit dir hat, der wird, der findet, was immer wen finden, vorguck von Menschen, was du viel redest, was die Worte für sich auf der Bremse. Das heißt in Vers 5 von Kapitel 37 von 1. Mose, eines Nachts hatte Josef einen Traum, den er gleich am nächsten Morgen seinen Brüdern erzählte. Das machte sie nur noch zorniger, da wie eine große Eifersucht. Josef, seine Mutter, wie er starr, was er noch klein war. Er wie ein Bett beschützt von seinem Vater da wein. Er hat viel gelitten. Und der Vater hat ihm dann ganz besonders die Spie genommen. Und das macht der Bruder eifersüchtig. Josef hatte keine Schuld an. Nie hat er einen Traum verteilt, hat im Traum. Und ich glaube, das ist hier wichtig, dass wir das verstehen. Das Traum wie nicht von diesem 17-jährigen Jungen seine Fantasie. Das Traum wie ein Traum von Gott. Das wie eine Vision von Gott. Das wie, was Gott mit Josef verhört. Josef hat keine Schuld. Und ich sage, das vor im Leben von einem Menschen passiert das selbst. Dass Gott mit wem was anfängt. Gott hat mit wem einen Plan. Und der andere, den steht dort. Wenn es Gott mit den anderen was verhaft. Hör mal auf, was ich geträumt habe, rief er. Wir waren auf dem Feld und banden das Getreide in Garben zusammen. Da richtete meine sich auf und blieb aufrecht stehen. Eure dagegen bildeten einen Kreis darum und verbeugten sich tief vor meiner Garbe. Was, du willst also König werden und dich als Herrscher über uns aufspielen? Schrien seine Brüder, sie hassten ihn nur noch mehr, weil er ihnen von diesem Traum berichtet hatte. Bald darauf hatte Josef wieder einen Traum. Und auch diesen erzählte er seinen Brüdern. Ich sah, wie die Sonne und der Mond und die 11 Sterne sich tief vor mir verbeugten, beschrieb er. Diesmal erzählte er den Traum auch seinen Vater. Was soll das, schimpfte der. Bildest du dir etwa ein, dass wir alle, dein Vater, deine Mutter, deine Brüder, uns dir unterwerfen? Josefs Brüder waren eifersüchtig auf ihn. Aber sein Vater ging der Traum nicht mehr aus dem Kopf. Also, die Seine hier, wer dem Traum jaft, ist Gott. Das Traum, der wir von Gott. Dort wir, was nachher passieren wird. Ich glaube, Josef selbst verstand den Traum noch nicht. Der wollte mich nachher, werde ich ganz verstanden haben. Aber wenn wir mal sagen, Josef hat nicht Schuld. Und dort Gott am Traum gejaft hat. Dort Gott mit ihm ein gerötet Verhaben hat. Da hat Josef nicht an Schuld.
en hy wat trotsstem jy haast te wen. Want sy hier sal wie mal die wapen, die jeft van een eifersucht. Wer die eifersucht in dem net in sy leven ruim laat, dat is as een marder in leven ruim geven. Die mat wie bechamp en die mat wie nem tschriets brengen. Die kan aan zijn leven niet wonen, want die versteht alles. En ik laat wie mat door even nadenken. Jozef had een droom van God. Die wie niet uit zijn wensen entstonen, sondern die wie im Herzen Gottes entstonen. En hij vertelt wat hij gedreemd had. An hem bit Ripa gewesen, wie er wie Flechtal gewesen. Aber hij wie ein Aschelja junger Jung, wat nicht die für ihr Vorsach, wat leid noch nicht wisst, wo sei er wertlich in ihr Breit ab am eifersüchtig wäre. Aber ich glaube, hier sind zwei Sachen wichtig. Das erste ist, wie macht der Antwort nur seine auf der Fläche in Jeff Banner, als Josef seine Breite erhört. Und zweiter steht, macht wie das nachnehmen. Das war ein Gott uns ein Traum, ja, von Gott einen größten Plan mit uns verhaf. Das wird immer einen anderen Teil für sich bewegen und mehr. Und auch da macht wie ein Rennen zur Hölle. Die Menschen sehen und das geht dann. In dem Plan, was Gott an sie gewesen hat, dem nicht löst. Herr, ich danke dir für das Wort. Das ist dort in der Bibel am uns zu lehren. Lass uns das verstehen. Mach uns frei von Neid und von Eifersucht. Und hab, dass wir uns mitfreien, wenn Gott mit den anderen einen wunderbaren Plan hat. Und hab, dass wenn du mit uns einen Plan hast und uns den Wiesen, andere dann, ich danke, dass wir dann trotzdem gereicht und liebevoll sind. Dass wir dort, was du uns gewesen hast, nie lässt. Das bete ich in Jesus' Namen. Amen. Ich wünsche dir einen schönen Tag.